Abiturprüfung Mathematik 2013, Baden-Württemberg, allgemeinbildende Gymnasien, Lösungen des Wahlteils Analysis, Aufgabe 2. Aufgabe A21, ein zunächst leerer Wassertank einer Gärtnerei wird von Regenwasser gespeist. Nach Beginn eines Regens wird die momentane Zuflussrate des Wassers durch die Funktion R mit R von t gleich 10.000 mal in Klammern E hoch minus 0,5 t minus E hoch minus t beschrieben. T im Bereich von 0 bis 12 jeweils einschließlich. T wird in Stunden seit Regenbeginn gemessen und R von t die Funktionswerte in Litern pro Stunde angegeben. Aufgabenteil A. Bestimmen Sie die maximale momentane Zuflussrate. In welchem Zeitraum ist die Zuflussrate größer als 2000 Liter pro Stunde? Und zu welchem Zeitpunkt nimmt die momentane Zuflussrate am stärksten ab? 6 Verrechnungspunkte bekommen Sie hierfür. Lösung des Aufgabenteils A von Teilaufgabe A21. Nun, ich habe Ihnen zunächst mal hier den Funktionsgraphen als Skizze dargestellt. Sie können ja den Funktionsterm als y1 eingeben in Ihrem GTR und dann mit Graph im Koordinatenausschnitt von x von 0 bis 12 und y von 0 bis 3000 bekommen Sie dann diesen Graphen hier. Es war also die maximale momentane Zuflussrate gefragt. Das heißt, hier sollte das Maximum bestimmt werden. Und wenn Sie den Funktionsgraphen hier einmal haben zeichnen lassen mit dem GTR, dann können Sie natürlich mit Secant-Calc Maximum dieses Maximum hier oben sehr leicht bestimmen und Sie erhalten den Wert x gleich 1,38, in unserem Fall also t gleich 1,38. Das ist die Stelle, sprich der Zeitpunkt, zu dem dieses Maximum angenommen wird und der Wert, sprich der Funktionswert zum Zeitpunkt t gleich 1,38 wird ja im GTR ebenfalls angegeben mit 2500 und das sind dann eben Liter pro Stunde. Das heißt also, im Ergebnis haben wir nach circa 1,38 Stunden erreicht die Zuflussrate ihren maximalen Wert von 2500 Litern pro Stunde. Als nächstes war der Zeitraum gefragt, in dem die Zuflussrate größer als 2000 Liter pro Stunde ist. Das heißt, wenn wir jetzt im GTR bei Y2 den Wert 2000 eingeben und uns die Situation nochmal mit Graph zeichnen lassen, haben wir jetzt einmal die ursprüngliche Funktion und zum zweiten die Gerade mit Y gleich 2000. Wir wollen ja wissen, wann die Zuflussrate größer als 2000 ist. Das heißt also, wann haben wir diesen oberen Abschnitt des Funktionsgraphen vor uns? Wir tun also nichts anderes, als hier die Schnittpunkte dieser beiden Kurven, der Gerade mit der Funktionskurve R von t hier bestimmen. Das kann man mit dem GTR leicht bestimmen, indem man Secant-Calc-Intersect eingibt. Und Sie erhalten den ersten Schnittpunkt an der Stelle T1 gleich 0,647 und bei T2 den zweiten Schnittpunkt an der Stelle eben T2 gleich 2,571. Das bedeutet also in dem Zeitraum dazwischen, das heißt also für Werte zwischen 0,647 und 2,571, liegt die Zuflussrate über 2000 Litern pro Stunde. Als nächstes soll der Zeitpunkt bestimmt werden, an dem die Zuflussrate am stärksten abnimmt. Und dazu müssen wir die Ableitung der Funktion R von t bilden. Nämlich Zu- und Abnahme der momentanen Zuflussrate wird durch diese Funktion, durch die Ableitung von R von t angegeben. Die Ableitungsfunktion gibt ja die Steigungen der Funktionskurve an. Sie geben also bei Y2 im Y-Editor einfach den Ausdruck nderive von Y1, x, x an. Das ist dann nichts anderes als die erste Ableitung dieser Funktion, die bei Y1 hier steht, und lassen sich anschließend den Graphen dieser ersten Ableitung im Intervall minus 700 bis plus 700, das hier also das Y-Intervall, und im X-Intervall von 0 bis 12 hier zeichnen.
Was Sie bekommen, sieht dann hier in etwa so aus. Und der Zeitpunkt der stärksten Abnahme ist dann nichts anderes als hier der Tiefpunkt auf der Ableitungskurve. Diesen Tiefpunkt können Sie mit Second Calc Minimum bestimmen. Wenn Sie das machen, erhalten Sie hier einen Wert von 2,77. Das heißt also im Endergebnis, etwa beim Zeitpunkt T gleich 2,77 nimmt die Zuflussrate am stärksten ab. Aufgabenteil B. Wie viel Wasser befindet sich 3 Stunden nach Regenbeginn im Tank? Und zu welchem Zeitpunkt sind 5000 Liter im Tank? Hierfür bekommen Sie 3 Verrechnungspunkte. Hier die Lösung zu Aufgabenteil B. Zunächst mal war die Wassermenge nach 3 Stunden gefragt. Hier habe ich Ihnen den Verlauf des Graphen R von T nochmal eingezeichnet in dieser Skizze. Und da es sich ja um die Änderungsrate handelt, sprich eine momentane Zuflussrate, müssen wir einfach nur die Fläche unterhalb des Graphen, also die Fläche zwischen dem Graphen und der X-Achse, im Bereich von 0 bis 3 ermitteln. Diese Fläche ist dann nichts anderes als das Volumen, sprich die Wassermenge im Wassertank. Diese Wassermenge wird also durch den Ausdruck V gleich Integral von 0 bis 3 RT dT bestimmt. Man kann diesen Ausdruck jetzt im GTR entsprechend eingeben. Sie gehen dazu in den Berechnungsmodus und geben dort Fn int ein vom Funktionsterm, der bei y1 steht. Hier haben Sie also den Funktionsterm von R von t bzw. R von x in dem Fall eingegeben. Integriert wird nach x und die linke Grenze ist die 0 und die obere Grenze hier ist die 3. Sie erhalten einen Wert von 6,035 und wissen also, dass nach 3 Stunden sich 6035 Liter Wasser im Tank befinden. Dann war noch gefragt, zu welchem Zeitpunkt sind 5000 Liter im Tank? Und dazu muss man sich die Füllkurve sozusagen des Tanks einzeichnen lassen mit dem GTR. Wir tragen also das Volumen V von Groß T über die Zeit Groß T in einem Koordinatensystem ab. Das Volumen ergibt sich, wie gerade beschrieben, in der ersten Teilaufgabe durch den Ausdruck Integral von 0 bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Groß T RT dT. Das ist also nichts anderes als eine Funktion in der Variablen Groß T und diese Funktion kann man mit dem GTR natürlich sich zeichnen lassen. Wir haben ja hier bei y1 im y-Editor unseren ursprünglichen Funktionsterm R von t eingegeben und wir berechnen jetzt also einfach das Integral von 0 bis zum Zeitpunkt t, das ist hier im GTR eben die Variable x. Wir geben diesen Ausdruck bei y2 im GTR ein. Bei y3 geben wir die Gerade 5000 ein, sodass wir auch hier die Gerade in unser Koordinatensystem einzeichnen lassen können. Dann lassen wir uns das Ganze mit Graph zeichnen. Der Koordinatenausschnitt ist bei x von 0 bis 12 und auf der y-Achse von 0 bis 10.000, wie man hier sehen kann. Und wenn Sie einmal die Berechnung starten, wird der GTR eine Weile brauchen, bis er das alles ermittelt hat. Auf jeden Fall aber können Sie mit Second Calc Intersect den Schnittpunkt dieser beiden Kurven hier bestimmen und diesen erhalten Sie dann beim Wert Groß T gleich 2,46 in etwa. Das heißt also, ab diesem Zeitpunkt 2,46 ist die Füllmenge des Tanks größer als diese 5000 hier. Und wir haben also im Endergebnis, dass nach etwa 2,46 Stunden sich 5000 Liter Wasser im Tank befinden und später natürlich entsprechend mehr.